Bei so vielen Nazis verstehe ich gar nicht, wie sich meine offensichtlich nicht biodeutsche Mutter überhaupt noch auf die Straße traut. Also will ich damit sagen, dass die Rechten auf der richtigen Seite stehen? Bin ich also ein eiskalter Nazi? Naja, nee, aber so läuft das heute. Schublade auf, Nazi rein, Ende der Diskussion. Ich nenne sowas intellektuelle Faulheit. Findest du, was ich sage, scheiße? Ist okay, aber bitte streng dich ein bisschen an und finde eigene Worte statt dem populistischen Alles Nazis außer mir. Findest du die neue Rechte scheiße? Ist auch in Ordnung. Aber hast du vielleicht mal ein Buch aus dem Antaios Verlag gelesen? Oder dich auch nur marginal mit deren Themen selber auseinandergesetzt? Oder hast du bei der Huffington Post gelesen, dass man die neue Rechte bekämpfen muss und schreist deshalb Nazis raus? Du hast ein Recht auf eine eigene Meinung, aber dann bitte tu uns allen einen Gefallen und artikuliere auch eine eigene Meinung, statt den nächsten Böhmermann-Tweet zu teilen und dich im Fuck-AfD-Chor einzureihen, obwohl du nicht mal den Unterschied zwischen einer rechtskonservativen und einer rechtsradikalen Position kennst. Und, fühlst du dich jetzt angesprochen oder vielleicht sogar angegriffen? Ist in Ordnung, schnapp dir ein Buch, lies was, sprich mit Menschen, mit denen man angeblich nicht sprechen soll. Also wer hat Recht? Wer sagt die Wahrheit? Und gibt es vielleicht einen Kompromiss? Warum soll ich dir das sagen? Find es doch einfach selber heraus.